mit nur 36 Jahren. Game of Thrones Schauspieler Darren Kent gestorben. Der Game of Thrones Darsteller Darren Kent, 36, ist tot. Er ist am Freitag nach langem Kampf gegen Osteoporose, Arthritis und eine extrem seltene Hautkrankheit gestorben. Der in London lebende Darsteller mit dem charakteristischen Cockney-Akzent war zum Zeitpunkt seines Todes von Freunden und Familie umgeben, wie seine Vertreter bei Cary Dodd Associates mitteilten. Mit tiefer Traurigkeit müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser lieber Freund und Kunde Darren Kent am Freitag friedlich verstorben ist, schrieb die Agentur auf Facebook. Seine Eltern und sein bester Freund waren an seiner Seite. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. Kent war berühmt für EastEnders und Shameless. Millionen sahen ihn 2014 in einer Episode von Game of Thrones als Ziegenhirte aus Slaver's Bay. Darren war nicht nur ein talentierter Schauspieler, Regisseur und Autor, sondern auch einer der nettesten Menschen, die ich je kennenlernen durfte, heißt es in der Mitteilung weiter. Es war ein Privileg und eine Freude, Teil seiner Reise gewesen zu sein. R.I.P. my friend. Ruhe in Frieden in Dankbarkeit. Danke für euer Abo und Mitgefühl.